Hallo, herzlich willkommen, Freunde der Nacht, zu unserem schönen Kanal Angel Readings. Ich begrüße euch heute. Wir haben uns jetzt mal gedacht, wir machen jetzt wieder eine Liebeslegung mal. Und zwar habe ich jetzt die Frage an die geistliche Welt gestellt: Wie ist denn die aktuelle Energie zu der Frage, hat die Beziehung noch eine Chance? Das ist momentan auch Thema. Und da machen wir jetzt mal eine allgemeine Legung dazu. Kann sein, ihr habt euch gestritten, ihr streitet die ganze Zeit oder ihr seid in einer Fernbeziehung und du merkst, dass es sich ein bisschen auseinanderlebt oder ihr habt kein Interesse mehr oder es ist einfach ein Hindernis da. Sind's Familie, Kinder, irgendetwas, Beruf, was euch vielleicht auseinandertreibt und ihr steht vielleicht so ein bisschen vor den Scherben eurer Beziehung. Das ist momentan Thema. Deswegen habe ich jetzt mal nach der aktuellen Energie gefragt. Heute hat die Beziehung mit uns noch eine Chance. So. Und ich nehme die Karten ja immer so, wie sie fallen. Das heißt, ich muss auch mal schonungslos sein. Das passiert mir in persönlichen Readings auch ab und zu, dass ich dann halt einfach die Wahrheit sagen muss oder auch die Karten auf den Tisch legen muss, wie es denn nun mal ausschaut momentan. Persönlich ist es immer besser, weil da kenne ich die Geschichte auch besser. Aber lassen uns doch mal die Karten deuten. So, Hauptenergie, wie immer, ist die Unterseite des Decks nach dem Mischen. So, und da liegt ein Kind. Das heißt, hier geht es vielleicht auch um ein Kind selbst. Vielleicht habt ihr Streit in der Beziehung, wenn es um die Kinder geht. Ja, ist das Kind nicht einverstanden mit der Beziehung? Ja, gibt es da vielleicht Ungereimtheiten? Versteht man sich nicht? Ja, will das Kind den Mann oder die Frau aus der Beziehung herausziehen? Fühlt sich das Kind nicht wohl? Oder das Kind steht natürlich auch hier für einen Neuanfang. Also die Energie zu der Frage, hat die Beziehung noch eine Chance? Sehe ich es jetzt hier eher für einen Neuanfang. Es kann sich aber auch um ein Kind handeln. Ich selbst habe ja schon Beziehungen hinter mir in Sachen Patchwork. Es ist nicht einfach, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Daher würde ich vielleicht auch sagen, dass es sich vielleicht auch um ein Kind selbst handeln könnte. Also was wir hier haben in der Mitte ist ja die Bindung zur Vergangenheit. Ja, das kann sein, die Beziehung hat schon vielleicht auch sogar schon ein bisschen gedauert. Ja, ihr seid so einigermaßen eigentlich gefestigt gewesen, bevor du gemerkt hast, huch, jetzt geht irgendwas den Bach runter. Ja, ich habe mich selbst verloren. Ich fühle mich selbst vielleicht verloren in der Beziehung. Ja, ich irre herum. Da liegt die Karte das Labyrinth. Das symbolisiert ja, dass man auf keinem richtigen oder geraden Weg ist. Man hat in Sachen Beziehung vielleicht gerade eben kein Ziel. Ja, man weiß nicht, was der andere tut und denkt, man selber weiß vielleicht auch schon so langsam nicht mehr, was man will. Da liegt die Karte, das Labyrinth. Genau. Das Buch, ja, das ist in der Verbindung so zu sehen, etwas schließt sich oder du spielst vielleicht schon mit dem Gedanken, dieses Kapitel jetzt dann zu schließen, wenn du keinen Ausweg mehr siehst. Ja, da haben wir ja hier wieder das Labyrinth. Ja, du weißt vielleicht nicht mehr weiter oder tief in dir drin weißt du vielleicht, du findest hier aus diesem Labyrinth nicht mehr raus, hängst vielleicht an der Vergangenheit, weißt nicht, mache ich weiter, versuche ich es nochmal oder wird jetzt das Kapitel geschlossen, ja, und wende ich mich Neuem zu. Die mittlere Reihe, also ich muss sagen, ich habe Mann und Frau rausgelegt, dann habe ich die Karten gemischt und dann habe ich alle Karten nochmal vermischt und aufgedeckt. Da ist jetzt tatsächlich in der Mitte die schöne Karte der Liebe gefallen. Das ist ja eine wunderschöne Karte. Aber ja, in der Kombination, wie ihr beide jetzt hier liegt, man sieht ja, ihr schaut beide schon von der Liebe weg. Ja, schöner wäre es natürlich gewesen, wenn ihr beide auf die Liebe schaut. Dann hätte ich vielleicht gesagt, ihr solltet es nochmal versuchen. Aber sowohl die Frau als auch der Mann, ja, ihr beide schaut quasi von der Liebe weg. Ja, ihr dreht euch da schon weg. Ihr habt vielleicht innerlich auch schon abgeschlossen.
seid vielleicht auch nur noch zusammen, weil es halt immer schon so war, oder habt vielleicht keine Perspektive, wenn ihr euch mit dem Gedanken anfreunden wollt, jetzt Single zu sein. Wie wird es für mich? Komme ich zurecht? Ja, bleibe ich lieber hier in diesem komischen Konstrukt von Beziehung und halte es einfach aus? Aber die Karten sagen, ihr beide schaut von der Liebe schon weg. Ja, hier unten ist dann zu guter Letzt noch der Sarg. Das steht jetzt natürlich auch dafür, dass etwas beendet werden muss. Ja, in der Diagonalen, das Kapitel in Sachen Liebe gehört sich beendet. Ja, also die Energie sagt's und gibt's her. Ja, und beendet die Treue zu euch selbst, die Treue zur Beziehung, das, was ihr an Gefühlen und Kraft investiert habt, eure Loyalität zueinander, wird hier beendet. Dafür steht der Sarg, der Hund, und dann haben wir hier auch noch die Wege, die stehen leider Gottes, muss ich so sagen, in Kombination mit der ganzen Legung nicht für einen neuen Weg oder eine Entscheidung oder vielleicht doch auch Entscheidung, aber hier eher für die Trennung, ne? Also, sieht man ja auch hier, das Kapitel wird geschlossen, der Mann dreht sich von der Liebe weg, Zeichen stehen auf Trennung, die Frau hat sich selbst schon verloren, schaut auch von der Liebe weg und unter ihr der Sarg, dass etwas beendet werden muss. Es war vielleicht eine schöne Liebe, die Bindung zur Vergangenheit, die Liebe und die Loyalität, aber scheinbar stehen die Zeichen bei euch auf Neuanfang. Ja, das muss ja jetzt nicht unbedingt was Schlimmes heißen. Ich sage es ja immer wieder, wenn ich persönliche Readings habe. Ein neuer Anfang ist auch etwas Schönes. Ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Ja, also es ist jetzt nichts, wo die Welt dann untergeht. Und manchmal merkt man erst nach ein paar Wochen, dass man einfach definitiv den richtigen Schritt getan hat. Also wenn du dich mit der Situation in der Beziehung, in der du dich gerade befindest, jetzt hier etwas identifizieren kannst, dann bist du hiermit auch in Resonanz gegangen. Und ich hoffe und wünsche für euch nur das Beste. Na? Schaut mal, was ihr daraus macht. Nehmt das vielleicht als kleinen Anstoß mit in den Tag. Und wir hören uns zum nächsten Liebesorakel. Und bis dann. Hallo zusammen, jetzt wollte ich mich mal kurz einfach mal so melden bei euch, und zwar, heute ist wieder so ein regnerischer Tag, es haben sich mir wieder Personen anvertraut für persönliche Readings, da möchte ich mich auch nochmal für das Vertrauen bedanken, bleibt natürlich alles einzig und allein nur bei mir. Und mir ist aufgefallen, viele Fragen gehen dahin in die Richtung, dass offensichtlich der Mann nicht so liebt, ja, in der Wahrnehmung der Frau, wie die Frau selbst. Also die Frage ist immer, da kommt nichts zurück oder er zieht sich zurück, ja, oder ich melde mich viel öfter als er oder ich weiß nicht, wie er fühlt. Das sind so die Hauptthemen. Und ich halte ja meine Readings auf YouTube in Sachen Liebe immer so allgemein, wie es geht, weil man ja immer nicht jeden Menschen berühren kann. Und deswegen sind hier persönliche Legungen viel, viel besser. Ja, also du schreibst mir deine Geschichte, worum es dir geht, was ist passiert. Und dann kann ich ganz genau die Energie wahrnehmen, nur für dich persönlich. Ja, deswegen wollte ich euch nochmal sagen, dass ich das auf YouTube immer etwas allgemeiner halte. Aber wenn es speziell um solche Fragen geht, ist ein persönliches Reading viel, viel besser und ich kann viel, viel besser helfen. Ja, es kann per E-Mail sein oder per WhatsApp Sprachnachricht, es kann auch ein Telefongespräch sein. Ja, ich stehe auch am Telefon zur Verfügung, ich höre mir das gerne an, ich gebe Ratschläge, ich meine, ich bin selbst ein erfahrener Mann, was Beziehungen angeht, und bin ja auch so ein kleiner Hobbypsychologe, und ich habe bis jetzt wirklich schon vielen Leuten helfen können. Ich bin auch schonungslos ehrlich, ja, ich gebe auch schonungslos den Schubs in die richtige Richtung, ja, wenn mir da was auffällt, weil keine Frau sollte sich für einen Mann verheizen, ne? Also es kann natürlich sein, dass ich dir auch dann Tipps und Ratschläge gebe, die du vielleicht nicht hören möchtest, oder ich kann dich unterstützen in Bezug darauf, wie du das Ganze vielleicht etwas besser anstellen kannst, damit du den Mann
mit deiner Hingabe vielleicht nicht verschreckst. Oder es gibt viele verschiedene Themen und ich kann die auf YouTube in so einem Video nicht alle abgreifen. Also das ist schlichtweg unmöglich. Na? Deswegen würde ich sagen, wenn ihr Unterstützung braucht, persönliche Ratschläge oder Hilfe, dann schreibt mich einfach an. Dann machen wir das persönlich und ich freue mich drauf. Bleibt gesund und wir sehen uns zum nächsten Video. Kameramann, stopp!